Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir laufen noch ein bisschen durchs Schloss, gucken mal, was wir ein bisschen finden. Oh, sowas zum Beispiel. Korkenzieher, blau-grün, hübsch. Überlebe ich das? Ja, easy peasy. Erinnert euch noch an dieses Bild, wo ich wirklich gehapert habe, wie das geht? Ausrüstungskiste ist voll, ne? Wusste ich ja. Wir fliegen nach Hogsmeade, verkaufen. Dann wieder was, was wenig wert ist, da 60. Und suchen dabei einen Troll. Leichtes Nachtgewand. Ernsthaft. Schöne Uniform, wo ist das leichte Nachtgewand? Da. So herrlich dumm. So, weil Aufträge über den Nähen der Zinn das Fliegen. Okay. So, das wird zuerst angesetzt und unterwegs suchen wir halt nach dem Troll. Jetzt rein. Schade. Hier ist übrigens Kräuterkunde. Was, Kräuterkunde, was laber ich denn da, hä? Hier kommen wir also noch nicht rein. Okay. Wie ich nach Hogsmeade. Wir müssen Trolle finden. Mal sehen, gibt es hier irgendwo. Ich sage Weltkarte. Prüfungen aus Merlin. Keenbridge. Ort alter Magie. Auch hier ein Ort alter Magie. Ihnen. Sicheres Tal von Hogsmeade. Viele Spuren alter Magie. Bin ich nicht hier, wenn ich sage, das Tierwesen, habe ich was Neues entdeckt? Ah, Diracor. Gegner.
Rückhand-Keulensprung. Hier, oder einen gegnerischen, oder den lange überall im Hochland findest. Kann ja mal eben checken, wo sich welche befinden. Hogwarts Legacy Trolle. Heupope könnte ich mir kaufen. Ich will noch mal gucken, Aufträge. Impuls auf einen levitierten Gegner, das heißt auf irgendeinen Gegner. Das heißt, es reicht, wenn wir hier irgendwas finden, was Stress sucht. Irgendwer, der hier aufs Maul will. Hier im Wald. Im Wald gibt es auch immer irgendwas. Warte, bin ich einfach irgendwo im Banditenlager gerade? Was ist das? Schatzgewölbe. Spinnenversteck. Oder wir nehmen einfach den da. Schon zeigt Zunge. Sehr schön. Dann brauchen wir auch das Spinnenversteck gar nicht mehr. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Auch sehr schön. Und weiter geht's. Weiter geht's. Den Trollpopel können wir uns nämlich kaufen. Der kostet 100 Galleonen. Das Geld haben wir. Zone. Lästig. Auf geht's nach Hogsmeade. Revelio. Endlich. Endlich aufschließen, klauen. Revelio.
Aber wir werden wieder irgendwas aus dem Inventar erstmal zerstören müssen. Oder sicher irgendwas. Perfekt. Wir müssen nochmal wieder in den Raum der Wünsche und unsere identifizierten Dinger uns anschauen. Oh. Hübsch. Da muss ich einmal rein. Wobei, das machen wir später. Erstmal machen wir die Aufgabe hier. Willkommen zurück. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. So, ich bin mit Sportbinder. Wir rüsten mal eben kurz den neuen Schal aus. So. Na, wonach suchen Sie heute? Haben wir sicherlich noch einen frei. Für mehr Beschleunigung und Geschwindigkeit. Ja. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. So, und jetzt gib uns Geld. Money, money, money. Achso, gleich. So, jetzt haben wir erstmal wieder Platz. Danke fürs Vorbeischauen. Wissen Sie, Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Ja, easy. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Oh, die ist Alarm. Noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Iondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, entschuldige mich für diesen nervigen kann Alarm. Ich die nächste entwickeln. Sie denken doch darüber nach, oder? Klingt, als ob Sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Ja. Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Und dann geht's los. Dann auf zum Webflug. Revelio. Es soll halt noch so Demigeist-Erstattung geben. Die versuche ich ebenfalls dann zu finden. Ich weiß, eine ist im Eberkopf. Hallo. Revelio. Oh, da ist noch eine. Hier diese Musikerin, ne? Ich mag Musik. Revelio. Ist hier hinter? Wenn jemand wusste, wie man Muggel fernhält, dann hängt es. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Eine legendäre Truhe? Nice. Da komme ich nicht rein.
Revelio. So, machen wir es so. Ich brauche jetzt noch Jay Pippin. Revelio. Gucken wir doch mal immer auf der Karte, wo der Typ ist. Da. Ach, so viele Schlösser und ich kann so viele nicht knacken, wirklich. Hier kann ich wieder. Rin. Revelio. Ernsthaft, dafür bin ich hier rein? Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame La Wong. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Ja, easy. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Oh, easy. Revelio. Da ist noch was. Versammelt Butterbier. Da rein, nein. Revelio. Gut, dass das völlig auffällt, wenn hier einfach so jemand die ganze Zeit die Sachen klaut. Hallo. Du kannst keine Mega-Power-Tränke mehr tragen. Ist er noch weiter? Ach, hier sind wir jetzt. Zonkos. Nee, nicht Zonkos, hier Honig. Honeydukes. Schlossstufe 2. Okay, ich würde sagen, wir machen heute noch, versuchen uns nochmal den Flugding. Fliegen war nie so mein Ding hier. Mülleimer? Revelio. Ja. Hier ist 3 Besen. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja, erschreckend, ne? Wie schaut es der? Oh nein, scheiße. Noch nicht aus der Flugzeugzone raus.
jetzt aber. Schnell ist der nicht. Ich hörte übrigens, dass der Onkel einen richtig bestimmten Besen ins Sortiment bekommt, den ich mir dann modden kann. Ich habe einfach die beste Mod gefunden für den fliegenden Besen und es ist nicht Schreck oder PSI Sacred. Auch wenn die sehr episch sind. Jusch. Da ist. Ach nee, das haben wir schon gelöst. Handbuchseite. Murdlapp-Tentakeln. Ja. Ich versuche halt auch wirklich diese Duellaufgaben zu erledigen im Kampf. Revelio. Oder was? Safe nur Geld. Ach ja. Hier waren wir jetzt. Was? Nein. Du bist auf dein Besenmädel. Aber wir werden nicht jeden Kampf jetzt machen unterwegs, wir sind eh schon. Also vom Level her sind wir gut dabei. Aufgaben Merlins müssten wir halt mehr machen. Damit wir mehr Inventarplatz bekommen. Hier ist was. Wer hier wohl gelebt hat. Und was ist das jetzt? Levioso. Revelio. Confringo. Yeah.
Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Revelio. War das alles? Oh. Scheint so, das war der Schatzgemäuer, aber wir haben hier noch irgendwo eine Handbuchseite. Die sahen auch schon mal besser aus. Und das Ding, wo ich noch nicht weiß, was ich damit machen soll. Spitzendeckchen. Aha. Dann ist hier noch Folge den Schmetterlingen. Okay, aber wir hatten was anderes vor. Wir wollten sie fliegen. Nein, 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 nein. Ich werde dir das Leben nehmen, bevor du begreifst, was passiert. Roller mich nicht heraus, Junge. Oh, ist das hier riesig und offen und wow. Oh, da geht's los. Da wären wir. Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Wenn das nicht zu Revelio Nummer 2 ist. Eine Bande von Bücherwürmern möchte man meinen. Ja. Du bist die Nummer 2, nicht ich. Das will ich jetzt auch beweisen. Hallo, Imelda. Also, noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Heißt das, du hast deine Meinung über mich geändert? Zumindest bist du besser als die Stümper, die mich normalerweise herausfordern. Während sie herumsitzen und auf den Sieg hoffen, übe ich. Stundenlang. Ich bin der Main-Charakter. Keiner stellt Rekorde mit Wunschdenken auf. Ich brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Ja, ich möchte dich schlagen. Also, ich bin bereit. Endlich! Eine Herausforderung. Ja. Ja. Das kann nichts werden. Das war doch nicht schlecht. Ich muss die Dinger hier kriegen. Erwischt.
guter Kollege von mir spielt das übrigens auf der PS5. Langsam habe ich's raus. Und hat gesagt, die PS5-Steuerung für den Besen soll enorm grottig sein. Ich hab's ja erst mit dem Controller gespielt und ich kann da nur zustimmen. Aber langsam kriege ich den Dreh raus. Ein Event. Ich hab dich besiegt. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Pass auf, du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Klingt, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich. Das gebe ich zu. Aber an der Südküste wirst du nicht so viel Glück haben. Denkst du? Das werden wir ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruh dich auf deinen Lorbeeren aus. Ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Um nochmal zu fliegen, geh zum Podium mit der Bestenliste. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit. So, dann haben wir das wieder. Noch ein erfolgreicher Flug. Das sollte ich Mr. Weeks erzählen. Ja, ich werde jetzt offscreen zu Mr. Weeks zurückkehren. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, reingerockt.